Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Dieser Part ist was Besonderes. Ich habe mir gedacht, dass der 10. Part ist, machen wir mal ausnahmsweise nicht die Kampagne weiter, sondern wir schauen uns das Battle Pack an, weil es sieht sehr interessant aus und wir haben es doch noch nicht gemacht, wie ich es erst irgendwie dachte. So, es gibt einmal Versiegelspiel, denn Deck wird sofort von 10 5 Karten Battle Packs gemacht. Heißt oder, also, wir können nicht mit unseren eigenen Karten spielen. Nee, das wird immer zufällig gemischt. Ja. Sogar, oder Draft-Spiel, Draft 45 Karten in 3 Runden von Packöffnungen. Wir fangen einfach mal mit dem Versiegelspiel an. Und also, achso, man muss das kaufen dann. Ich würde sagen, wir nehmen Battle Pack 2. Ja, gut, sieht natürlich geil aus, ne? Aber Teil 1 sieht halt auch mega gut aus. Verfügbar für 2000. 2000 ist schon heftig viel. Aber ich würde es machen. Ja, ja, jetzt bin ich glücklich. 50 Karten, 5 Teile verbleiben. Drücke X zum Auspacken. Ach, wahrscheinlich kann man jetzt hier. Ach, hier kann man komplette Decks kaufen. Ah. Wow, 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 wie geil ist das denn? Wiederbelebungsschleim, ja! Warte, Marek auch drin. Mega geil, Leute. Mega, mega geil. Aber was sind das für Karten, ey? Trugbilddrache war da mal. Trugbilddrache. Wo ist Trugbilddrache? Ein runter, da, ein weiter zur Seite. Trugbilddrache. Jawohl, sehr gut, ey. Oh, okay. Kann eine komplette Decks kaufen. Gut. Online-Battle. Duelliere ein Battle. Aber man kann es wahrscheinlich nur. Man kann es wahrscheinlich nicht in das Story-Spiel benutzen, sondern nur kannst online. Kannst du mal bei Deck bearbeiten gehen? Nee, okay. Nee, kannst du nicht machen. Werfe deinen aktuellen Battle Pack raus. Nein. Hä, warum kann man das machen? Ich finde diese ganz dicke das Battle Pack da nicht. Damit du ein neues bekommst. Hey, kann ich das nicht nochmal kaufen? Ja, scheinbar. Okay, dann geh mal zurück. Ich würde sagen, dann machen wir auch nochmal das. 5 Duelle verbleibend. Dann machen wir. Achso, wir können jetzt davon 5 Duelle machen. Okay, Einzelspieler Battle. Du lädst ein Battlepack Computergegner, du lädst ein Battlepack Gegner online. Wir zocken ganz mal online, oder? Ja. Es kann zwar sein, dass es dann vielleicht ein bisschen hängt, aber das ist egal. Okay, finde Match. Wir bleiben mal bei einem normalen Spiel. Also ich bin sehr gespannt, wie das jetzt läuft. Ja, es kann sein halt, dass es hängt, weil mein Internet ist zwar schon relativ gut, aber kein Spiel gefunden. Oh. Dann sage ich jetzt Spiel erstellen, mach das so und es geht witzigerweise teilweise schneller als Spiel finden. Ja? Ja, frag mich nicht wieso. Wird sehr interessant. Ja, es kann halt sein, dass es sich ein bisschen aufhängt manchmal, aber das ist nicht so schlimm. Hoffentlich werden wir schneller als finden. Ja, manchmal dauert das relativ lange, manchmal braucht es echt teilweise 2-3 Minuten, ich hoffe es aber nicht. Ach Gott, oh Gott, ja, wer das. Also, ich muss echt sagen, gerade mein Mann macht gerade einfach so. Ja, wir nehmen wieder schon mehrere Parts hintereinander auf und wir haben heute relativ wenig gegessen. Deswegen also, werden wir nach diesem Part dann auch. Beziehungsweise Justin wird nach Hause gehen und dann werden wir beide was essen. Ja. Irgendwie sollte jetzt mal endlich mal jemand hier dieses verdammte Duell finden, das wäre echt nicht schlecht. Als ich heute Morgen geschrieben habe, dass ich frühstücke, um ehrlich zu sein, ich lag da noch im Bett, ich war zuvor im Aufzustehen und bin dann ins Bad gegangen danach. Heißt also, das Einzige, was ich heute gegessen habe, waren diese Stangen da. Ja, cool, wir haben diese wie heißen sie? Keksli-Stangen, diese mit einmal Salz und Butter und mit Käse oder was das war. Ach man, Leute, willst du jetzt nochmal was? Ich geh nochmal raus und mach das neu. Spiel erstellen, ja. Wo ist denn das? Hä? Nee, ich wurde gerade von einer Nummer angeschrieben, die ich vorher gegessen habe. Immer cool. Ich würde immer vor allem, wenn es mit einer Sprachnachricht ist. Ja, aber es ist eine Audio-Nachricht. Das heißt also, irgendeiner hat dir die mal geschickt. Lol. Ja, komisch. Okay, ich habe aber schon mal gegessen. Auch nicht schlecht. Das solltest du jetzt aber vielleicht nicht hier erwähnen. Ja. Andere Sache. Kommen wir zurück. Wir haben ja immer noch keinen gewonnen. Das ist ärgerlich. Ja, wir machen das jetzt anders. Battle Pack, versiegelt. Ja, Einzelspieler Battle. Wir spielen offline. Wir spielen gegen Computer. Ja. Oh nein. Oh nein. Wir spielen als zweites. Ich krieg dieses Battle Pack immer noch nicht. Jetzt haben wir das Deck. Ja, aber das Deck war scheiße eigentlich, um ehrlich zu sein. Ja, jetzt müssen wir mitspielen. Oh Mann, und dafür habe ich 2000 bezahlt. Ja. Ja, super. Okay, Dann kannst du mal sehen, wofür du hier bezahlst. Ja. 2000. 2000 Moneten. War das es wert?
Anstatt das Monster zu machen. Ja, der hätte ich ja einen Tribut nehmen müssen. Er hat aber. Ja. Ich hab keine Ahnung, was das für Effekte hier sind. Eine reine Effektmonster vom Spielfeld in die Verteidigungsposition. Wähle ein offenes Effektmonster, das der Gegner kontrolliert, am Niveau zum Ende des Spielzugs die Effekte des offenen Monsters seines Gegners. Während deines Spielzuges, außer während des Spielzuges, neben diese Karte auf den Spielzug gelegt wurde, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein offenes Effektmonster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Ach Gott, das ist zu mühselig, ey. Ja, ganz schön lange. Das blickt doch keiner. Okay, ganz ehrlich, ich freue mich so sehr, wenn wir das neue Mikrofon haben. Ich habe es auch schon mal in einem Part erwähnt. Ich glaube, in New Super Luigi U oder so. Kann gut sein, ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir das dann vorhaben, uns das bald eins zuzulegen. Und ich freue mich da einfach so sehr drauf. Ja. Weil, ganz ehrlich, das Ganze mit diesem Headset, das verleitet einfach so sehr große Kopfschmerzen. Also mir tut gerade mein rechtes Ohr weh. Ich weiß nicht warum, vielleicht kennt ihr das ja, wenn ihr das Gefühl habt, wenn ihr da so gegen drückt, als wenn euer Ohr da irgendwie platzt wäre oder sowas, fühlt sich richtig schmerzhaft an. Damit ihr so eine ungefähre Vorstellung habt, was ich hier gerade für Schmerzen erleide. Deshalb sieht es bestimmt auch gerade doof aus, wie ich hier gerade sitze. Sehe ich ja doof aus? Sag einfach ja, ich sehe immer doof aus, dankeschön. Ich habe nichts gesagt. Ah, ihr habt es aber in deinen Augen gelesen. Entschuldigung, ich verstehe immer noch nicht. Was macht denn das? Jetzt kriegen wir die Karte oder was? Nee, keine Ahnung, was das bringt. Ich weiß es doch auch nicht. Sehe ich das als das Wüste? Oh, Urknallkanone! Oh! Ja, und dann bringt sie uns noch nichts! Die Urknallkanone! Kanone! Kanone! Vor allem, der opfert komplett immer wieder sein Deck. Also, schon ziemlich risikoreich. Ja, macht uns einfach fertig. Ah, wir haben erstmal zwei Spielmarken noch. Okay, eine. Aber trotzdem, es geht eigentlich noch. Es ist reinlich mit der Kontrolle, wenn wir jetzt eine gute Karte ziehen. Ja, okay. Also, ich hätte gerne mal eine Spielmarke. Ja, man findet allgemein Spielmarken ziemlich selten. Auch in Boostern und alles immer total schwer. Wo drin findet man Spielmarken? Ja, also, wo man wirklich weiß, da kriegt man Spielmarken. Weil sonst sind es immer nur so Promo-Dinger oder so. Irgendwelche Special-Boxen oder was auch immer. Wahrscheinlich kann man sich so für ein 100er oder so eine ganze Box kaufen, wo nur Spielmarken drin sind. Keine Ahnung. Ich glaube, man muss die wirklich einzeln online kaufen. Super. Ja, aber ich kaufe mir doch nicht irgendwie vier Sündenbock oder so, kaufe mir doch nicht vier Spielmarken. Wer ist der Meinung, dass das Konami besser hätte machen können? Ja. Ja. Ja, eindeutig. Wirf eine Karte ab und wähle dann ein offenes Monster auf dem Spielfeld. Das gewählte Ziel erhält bis zu Endphase 1500 Angriffspunkte steigende Energie. Ja, gar nicht schlecht. Können wir ja unsere Spielmarke mit aufpowern. Nur nicht, das würde uns echt noch nichts bringen. Ja, und dann noch in Verbindung mit Urknallkanone schon hätten. Ja, wir müssen ja eine Karte erstmal ablegen und ich habe keinen Bock, meine beiden Ausrüstungszauberkarten abzulegen. Er hat jetzt schon nur noch 19 Karten. Ja, ich frage mich echt, was das da wird. Warum? Ja, aber gut, er hat starke Monster auf dem Feld, ne? Ja, jetzt kriegen wir nochmal richtig einen auf den Gosch, ey. Vor allem, warum sollte ich sein gegnerisches Monster verstecken wollen? Nein, will ich nicht. Ah. Also tut mir leid, das ist ein... Also Konami, echt sorry, aber das hätte die echt noch besser machen können, auch in einem PSP spielen. Aber gut, nützt ja nichts zu meckern, ne? Vielleicht hört ihr gerade irgendeiner von Konami hier zu, nicht so. Ja! Das bezweifle ich ja sehr. Oh, er ist einer unserer Abonnenten. Das wär's, ey. Nee, das bezweifle ich. Cyberdose. Cyberdose ist einfach cool. Weil ich auch verboten? Ja. Cyberdose ist eindeutig verboten. Genauso wie, die Viruskanone. Nee, wie heißt die Viruskarte da von Kyber? Kartenvernichtungsvirus. Ja. Verdammt nochmal, jetzt greif mich an, Mann. Ist mir scheißegal, was du für eine Fallenkarte spielst. Hier könnten kleine Kinder zuschauen. Ist mir doch vollkommen egal, was für Kinder hier zugucken. Ja, aber wir sollten da nicht mit hineinbringen. Nein, wollen wir auch nicht. Aber jetzt kommt hier. Ah, oh Mann, fallen wir keinen Angreifer, ne? Weg damit. Ach nee, er hat Eieisen. Ja, bis zu 7000 hat die Angriff bekommen, ne? Ja, das war richtig bitter. Vor allem nachher verspielt er Zerlex. Gut, aber... okay. Oh nein! Er hat drei offene Monster, das ist echt bitter.
So, ich krieg jetzt meine Karte. Ein paar Monster wären jetzt nicht schlecht. Ja. So. So, dann sieht er sie einmal. Noch eine Fangkarte, noch ein Monster wäre trotzdem nicht schlecht. Reisebuster und Welt. Diese Karte ist in, gibt es in Original Secret Rare, ist die mehrere hundert Euro wert. Oh. Ja. Oh. Sag mal. Wir haben nur zwei Monster gekriegt, das ist relativ mager, muss ich sagen. Und die Karten, die wir in der Hand haben, sind auch nicht gerade die besten. Nein, will ich nicht, nein, will ich also, nicht. Also, es ist ein sehr, sehr, sehr nervöses Spiel. Ja, irgendwie schon, das ist ganz komisch. Ja, wir nehmen... Was kann ich jetzt machen? Von dem Effekt hab ich vergessen. Weiß ich nicht. Nimm einfach Cyberdose. Nimm das Gute, nimm das 6000. Nein, nein, nein. Was war denn das? Weiß ich nicht. Cyberdose ist doch gut. Ja, ich... Ich weiß aber den Effekt nicht, ich werde mir den weglesen, sondern den Monster. Ja. Ach komm, kann doch mal jedem passieren. Also ich verstehe es nicht. Er hat unsere Karte gesehen. Warum greift er die an? Er zeugt nicht. Ach so, deswegen. Ja, DDD-Kriegerin, ja, okay. So. Ja, jetzt kann man auch direkt angreifen. Ach, ich hab ihn. Er ist einfach zu gut. Also ich würde sagen, der macht uns fertig. Der macht uns richtig fertig. So schnell geht das. So schnell geht das. Ey, ich würde jetzt so gerne hier das verdammte Mikrofon wir haben, damit ich nicht mehr dieses ätzende Headset aufsetzen muss. Ja. Es tut so weh. Dieser Schmerz, das glaubt ihr gar nicht, das drückt so übelst. Oh Gott. Ich glaube, das Headset ist zu klein für mich. Ist mein Ohr rot? Ja. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Ah, oh, Mann. Ich... Ja, ey. Ja, Justin, schäm dich. Justin, geh dich vergraben. Ja, geh dich echt vergraben. Nein, Scherz. Ja, super, was ist. Sag mal, was ist denn da los? Was ist los hier? Was ist das? Okay, wir. Boss, Nico! Nein, okay, so. Wir rufen Truck Droids. Warum hast du ihn nicht in der Defense gesetzt? Weil ich diese Karte jetzt spiele und eine Karte ablege. Ich weiß ja noch nicht welche, aber. Halb oder gar nicht. Der Gegner bestimmt einen dieser Effekte. Halb hier zum Ende der Battle Phase. Angriffspunkt aller Monster, die er derzeit kontrolliert. Beendet die Battle Phase. Nee, weg mit der. Dafür hat die jetzt ordentlich Power. Jetzt rüsten wir sie damit noch aus. Jetzt noch hier. Jetzt noch Urknallkanone. Jetzt ist mir diese Karte noch verdeckt. Dein Gegner kann diesem Spiel zu keinen Angriff deklarieren. Wir setzen auch nochmal verdeckt. So, und jetzt greifen wir mal an. Oh Mann, ey. Alter, was hat der die ganze Zeit für Fallenkarten, ey? Das. Ah, ja, klar. Merken wir uns. Ach, schon 3800 hat er. Ja, 5500 kommt jetzt wieder weg. Das ist halt echt bitter. Es hat nur noch 2-3. Ja, ja. Mann, ey. Na, das ist gar nicht gut, ey. Das ist echt nicht gut. Aber er hat nur noch 8 Karten. Wir können dieses Teil trotzdem noch gewinnen, ey. Das ist halt echt bitter. Nein, können wir nicht. Doch. Gebt nicht so ein negatives Feedback rüber hier. Ich bin nicht negativ, ich bin realistisch. Ja, Mann, ey. Mann, ey. Ja. 4200 Angriff hat der eine. Das kannst du vergessen. Ja, Weltraumtor. Ich hasse Weltraumtor, was immer die auch bringt, ey. Ah, Gott, noch Spielmarken, ey. Das gibt's da wohl nicht. Keine Ahnung, ey. Ganz ehrlich. Boah, nice, Alter. Meine übelste Killermaschine ist zurück, ey. Bam, Alter. Okay. Ich sag ja, es sind nur noch 7 Züge, die wir irgendwie überleben müssen. Tun wir aber nicht. Weil der uns jetzt angreift und ans Ende. Das ist aus die Maus. Ja. Jetzt von der nächsten 4200. Ja, cool. Alter. Ach komm! Wie viel hat unser Monster jetzt? 4,6. Oh, guck dir das an. 3000 ist nicht schlecht, ja. Ich kann nicht angreifen wegen dem Warte kurz, was sagt der Effekt von dem da unten, was wir gezogen haben? Was? Du kannst diese Karte als Tributbeschwörung beschwören, indem du ein Monster mit dem Fee als Tribut anbietest. Aber okay. Du spielst zurück, du kannst Monster bla 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 bla. Ja,
Haben wir Typ D-Monster? Ja, tut mir leid, dass ich in diesem Part ein bisschen aggro gerade bin, aber das regt mich voll auf. Alles wird gut. Ja, so wie du vor letzten Part. Alles wird gut. Nein, wird's nicht. Alles wird böse. Hasuke Ritter. Nein, das ist eine ganz blöde Idee, jetzt ein Monster zu spielen. Warum? Ja, weil er das dann angreifen kann. Er kann ja jetzt nicht angreifen, wenn unser Monster so gut ist. Ja, spielt 1600. So, nächste Runde kacke ich einen anderen jetzt. Erst jetzt war. Yeah, jetzt wird's klar, ne? Jetzt kommen hier die ganzen Abwehrkacke hier, ja. Da kann ich mich mit aus. Nein, die Cyberdose kommt jetzt nicht. Bam, Alter. Was ist eigentlich der Effekt von der? Wenn der Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, solange du keine Karten in deiner Hand hast und diese Karte in deinem Friedhof liegt, kannst du sie angreifen. Ach komm, was soll das? Ja, nee. Ist klar. Ja. Ich wollte du willst die Lehre angreifen. Ja, okay. Ich wollte ihn eigentlich direkt angreifen, so nach dem Motto. Ja. Danke. Dankeschön. Ja. Ja. Das zum Thema Essen. Okay. Boah, geil. Nein, die greifst du nicht an. Ich will wissen, was diese Feinkarte jetzt bringt, deswegen mache ich das. Ah, toll. Verdammt, das war so knapp. Ich glaube, du musst da noch was klären. Ja. Oh Mann, wir haben verloren. Das war so knapp, komm, das war so knapp. Ja, gut. Kann passieren. Ich würde sagen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Wenn euch gefallen hat, dann nach oben und dann bis zum nächsten Mal.